Patrick Lange, Glückwunsch, zweiter Platz hier in Rot. Was war das für ein unglaublicher Tag heute? Ja, Wahnsinn. Also, generell einfach von vorne bis hinten einfach nur ein Kampf. Ich habe einfach alles, ich weiß nicht, wie viel Lebensenergie ich da draußen gelassen habe heute. Also wirklich bis zur völligen Erschöpfung alles gegeben, aber das war echt, die Zuschauer, das war der Hammer. Also mir piepen immer noch die Ohren vom Solarer Berg und ja, weiß nicht, wenn man es mal chronologisch durchgeht, also das Schwimmen war einfach, mir war einfach kalt. Ich bin halt so empfindlich, wenn es kalt ist, mir sind Hüftbeuger zugegangen. Man muss sich einfach so kämpfen, die erste Stunde am Rad, aber ja, und dann trotzdem ich irgendwie 20 Watt über meinen Werten gefahren bin, sind die Jungs einfach so abartig gefahren in einer anderen Liga, das war einfach sehr beeindruckend, also wirklich Chapeau. Und als ich vom Rad gestiegen bin, wollte ich es halt nicht wegwerfen, ich wollte einfach trotzdem alles probieren. Mir hat die Schulter brutal wehgetan. Ich kann den Arm jetzt auch gerade gar nicht mehr hochheben irgendwie. Also man sieht mal auch, wie spitz auf Knopf das alles war. Und ich bin einfach nur endlos glücklich, dass das mit einem zweiten Platz, also das Schönste, ist ja echt der schönste zweite Platz meines Lebens. Die Zeit war ja auch eine ganz besondere heute. Es war ein schnelles Rennen insgesamt. Ja, ich stell mal vor, der schwimmt noch mit Neo. Ja, das war einfach abartig. Wann hast du gesehen, dass es bei Jan Frodeno schwierig wird? Keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet. Und Magnus Detlef, der war heute von einem anderen Stern, ja? Brutal. Brutal von einem anderen Stern. Also da ziehe ich alle meine Hüte vor, was der heute abgezogen hat. Und bin schon 2020 in Polen gegen ihn gestartet. Da war er schon out of this world. Und damals ist er noch mit einem Blanco-Einteiler gestartet. Da habe ich ihm gesagt, nächste Saison wirst du auf jeden Fall da einige Partner draufstehen haben. Und ja, wirklich eines der größten Talente, die wir gerade im Triathlon haben, glaube ich. Abartig. Bisher hat man ja gesagt, in Kona, da kommt die Deutschen gegen die Norweger zum großen Kampf. Da muss man jetzt ein paar mehr auf der Rechnung haben. Ja, habe ich von vornherein gesagt. Ne? Es ist extrem interessant durch die Pandemie, was da halt noch so nachgekommen ist. So ein bisschen unbeobachtet einfach. Ne? Einfach dadurch, dass es keine Wettkämpfe gab. Aber wir dürfen nicht vergessen, es geht halt jetzt seit drei Jahren. In der Zeit hat sich viel getan. Ja. Was hast du heute gelernt für Kona? Oh. Wenn man sich den Arsch bis zum Ende aufreißt, kommt was Gutes bei raus. Das wünschen wir dir für Kona. Gute Vorbereitung. Bis dann, Patrick Lange. Danke euch.